Heute zeige ich dir funktionelle Übungen für deine Bauchmuskulatur, um deine Bauchmuskulatur zu kräftigen, um deine Bauchmuskulatur aufzubauen für ein festes und starkes Körperzentrum. Du brauchst dazu nur eine Matte. Ich bin Tina, ich freue mich riesig aufs Training mit dir. Los geht's! Stell dich Füße hüftschmal auf deine Matte, zieh deine Schultern einmal weit weg von den Ohren, Brustbein aufrichten, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule und dann atme einmal über die Seite ein, über die Seite aus. Genau, komm in die tiefe Vorbeuge, deine Hände berühren den Boden, die Knie kannst du leicht beugen. Und dann wanderst du hier mit den Händen einmal nach vorne in eine Linie ins Brett. Zieh deine Schultern ganz weit weg von den Ohren. Wenn du möchtest, kannst du hier auf die Knie kommen, dann hast du es ein bisschen leichter. Oder du bleibst hier auf den Fußspitzen, zieh den Bauchnabel nach innen. Die Schultern sind direkt hier über deinen Händen. Genau, die Fersen sind über deinen Füßen und du hältst hier die Spannung und entweder du hältst einfach nur hier oder wenn du möchtest, kannst du mal hier versuchen, immer die gegenüberliegende Hand zur gegenüberliegenden Schulter zu schieben. Entweder hier auf den Füßen oder wenn du möchtest, hier auf den Knien. Atmen fließen lassen, Bauchnabel nach innen ziehen, damit deine inneren queren Bauchmuskeln hier auch gut mitarbeiten müssen. Machen wir noch vier mehr. Drei. Zwei. Einer. Und dann drück dich einmal nach hinten ins V. Fersen wandern Richtung Boden. Schieb mit dem Steißbein nach oben Richtung Decke. Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Deine Ellenbogen zeigen nach hinten. Und dann wandern mit deinen Händen wieder zurück zu den Füßen. Lass den Kopf locker. Du kannst die Knie leicht beugen. Und dann kannst du hier wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Genau, zieh die Schultern tief, richte dich auf und dann atme nochmal über die Seite ein und über die Seite aus. Lösen, stütz deine Hände wieder auf. Wander nochmal langsam nach vorne ins Brett. Du kannst entweder hier arbeiten oder hier. Oder wenn du möchtest, kannst du auch mal die Beine öffnen und schließen. Fang mal rechts und fang einmal links an, immer im Wechsel. Rechts und links. Genau. Super, Atmen fließen lassen. Spannung halten. Vielleicht noch zwei. Letzte Runde und dann löst du wieder, Fersen wandern tief, Brustbein wandert tief, hältst einen Moment hier in der Dehnung, die Hände wandern zu den Füßen, rollst dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben, Lendenwirbelsäule aufrichten, Brustwirbelsäule, Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten, atmest einmal über die Seite ein und über die Seite aus, lösen, langsam tief rollen. Die Hände berühren den Boden, wander langsam nach vorne ins Brett, entweder hier auf den Knien oder hier auf den Füßen. Du kannst die Übung von vorher machen oder wenn du möchtest, kannst du auch mal die Beine im Sprung öffnen und schließen. Du entscheidest, welches Level du mitgehen möchtest, Atmen fließen lassen, Spannung halten, entweder noch weiter springen oder du gehst wieder in diese Bewegung. Oder du gehst wieder in diese Bewegung. Alles ist in Ordnung. Die letzten vier, drei, zwei. Und von hier aus drückst du dich wieder nach hinten. Fersen tief, Brustbein tief. Spürst die Dehnung über deine Beinrückseite, über deinen Rückenstrecker. Kommst einmal hier nach vorne, Ellenbogen eng, kommst einmal hier in die Bauchlage, zieh deine Schultern tief, richte dich hier einmal auf, entweder bis hierhin, vielleicht möchtest du ein bisschen höher ziehen, vielleicht möchtest du auch ganz nach oben ziehen, Schulter tief ziehen, einmal den vorderen Bereich gut aufdehnen. Mach ruhig die Übung jetzt weiter und währenddessen unterhalte ich dich mit einem kurzen Werbeblock. Wenn dir mein Training gut tut und wenn du gerne noch mehr mit mir trainieren möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du beim 10-Wochen-Programm Funktioneller Rücken dabei bist.
Hier zeige ich dir, wie du in 10 Wochen deinen Körper optimal trainierst, deinen Rücken optimal aufbaust, damit dein Rücken im Leben lang gut funktioniert und gesund und schmerzfrei bleibt. Und das Allerbeste daran ist, die Kosten für das komplette Programm werden von deiner Krankenkasse zu 80-100% übernommen. Funktioniert total einfach, bekommst am Ende eine Kursbestätigung, die reichst du ein und dann bekommst du die Kursgebühr wieder von deiner Krankenkasse zurückerstattet. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Du findest alle Informationen hier unten. Mach mit, das wird großartig. Und dann löst du das Ganze, stützt dich ab. Schiebst einmal beide Beine nach vorne, Füße hüftschmal geöffnet, zieh deine Schultern ganz weit weg von den Ohren, halt dein Brustbein aufrecht, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Versuch wieder den Bauchnabel nach innen zu ziehen, dass die innere Schicht der Bauchmuskulatur aktiviert wird. Das ist die Quere, das ist die wichtigste für die Rückengesundheit. Die versuchen wir immer als Basis, als erstes zu erreichen. Dann richtest du dich ganz auf. Und in dieser Aufrichtung kannst du jetzt langsam nach hinten gehen. Kannst nur ein Stückchen nach hinten gehen, vielleicht ein Stückchen weiter, vielleicht noch ein Stückchen weiter. Das entscheidest du. Je weiter du zurückgehst, desto mehr müssen deine Bauchmuskeln hier arbeiten. Die Hände kannst du hier halten oder hier. Genau. Oder vielleicht möchtest du auch die Arme von rechts nach links schieben. Du kannst den Arm hinterher schauen. Hast du alle drei Schichten der Bauchmuskulatur, die du hier trainierst. Wir haben die inneren Queren, wir haben die zweite Schicht, die schrägen und wir haben die geraden Bauchmuskeln. Ganz wichtig, dass du dich immer wieder hier in die Länge ziehst. Ja? Sobald du merkst, du sinkst hier ein, geh lieber ein bisschen raus und arbeite lieber ein bisschen aufrechter. Und das ist so eine mega gute Übung für deine Bauchmuskulatur, weil sie deine Bauchmuskulatur funktionell kräftigt, nämlich haltend in der Länge. Ja, so brauchst du sie im Alltag, so stützt sie dir im Alltag deine Wirbelsäule. Wir brauchen die Bauchmuskulatur nicht kurz, wie wir sie meistens trainieren, sondern wir brauchen sie haltend in der Länge. Und deswegen ist das so eine super gute Übung für deine Bauchmuskulatur. Okay, wie viel schaffen wir noch? Schaffen wir noch 4, 3, 2, 1 noch. Und dann löst das Ganze, richte dich hier einmal auf. Eine Hand kreuzt, der Oberkörper dreht. Wechsel zur anderen Seite. Und löst das Ganze. Komm nochmal hier in den Fersensitz, schieb die Arme einmal weit nach vorne. Und schieb die Arme nach oben Richtung Decke. Genau, und löst deine Arme. Das war's für heute, super, dass du dabei warst. Und wie gesagt, wenn du beim Rückenprogramm, beim Trainingsprogramm, beim 10-Wochen-Programm dabei sein möchtest, dann findest du alle Infos hier unten. Ich freue mich riesig auf dich. Bis dann. Mach's gut. Deine Tina.